Prinz Rani Saadi hier bei Wheel of MMA 51 in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Neben mir steht der German Wonderboy Nico Samsonice vom Spitfire Gym aus Berlin, der heute den Thron in der Hauptstadt in seiner neuen Heimat gut verteidigt hat durch First Round Rear Naked Choke Submission. Nico, wie fühlst du dich jetzt nach dem Kampf? Ich bin glücklich, bin erleichtert, bin auch froh, dass ich jetzt doch überhaupt einen Kampf bekommen habe, weil es war Short Notice. Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen und ich wollte die ganze Zeit einen Kampf haben, konnte jetzt kämpfen noch in diesem Jahr. Das ist genau das, was ich gewollt habe. Bin dankbar für mein Team, für meine Trainer und jetzt kann ich ganz entspannt in die Weihnachtszeit gehen. Also ganz entspannt, glücklich, perfekt. Super, du sagst Short Notice, umso beeindruckender. In den zwei Wochen, was hast du in den zwei Wochen gemacht? Wie konntest du dich auf den Kampf einstellen? Was war der Gameplan, mit dem du in den Kampf reingegangen bist? Ehrlich gesagt, ich bin im Training, ich bin zweimal am Tag am Trainieren und deswegen hat sich nicht groß die Frage gestellt, ob ich das jetzt annehme oder nicht, aufgrund von Konditionen oder ähnlichen Fragen. Deswegen einfach die Sachen gemacht, bisschen natürlich analysiert, was er für ein Gegner ist, was seine Spezialität ist. In dem Fall war er Standkämpfer, das habe ich auch dann, als ich in den Kampf reingegangen bin, auch gemerkt. Aber ich konnte meine Fähigkeiten, meine Stärken umsetzen und das Resultat ist auf jeden Fall gut. Es gibt noch sehr viel Sachen, an denen ich feilen muss, aber deswegen bin ich ja auch fleißig weiter am Trainieren und will mich irgendwie jeden Tag verbessern. Sehr gut. Wie hat sich das heute angefühlt, hier in deiner neuen Heimatstadt zu kämpfen in Berlin bei Wheel of MMA? Ich liebe es immer, hier in Berlin zu kämpfen. Die Halle hat gebebt, wie man gehört hat. Es waren richtig viele Leute von mir da, Family, Freundin und ja, es ist einfach ein geiles Gefühl. Alles klar, du hast jetzt einen guten Rekord. Wie ist dein Rekord momentan? 6-1 auf Sherdog, 7-1 auf Topology, also ja, 6-1. Du stehst 7-1. Ja. Soweit ich weiß, alles First Round Submission Victories und TKOs. Alles in ein Knockout habe ich auch. Alles in der ersten Runde, sogar ein Knockout. Ja, wie geht's von hier weiter? Step by step an den Schwächen, die ich habe, feilen, täglich arbeiten und dann ergibt sich, glaube ich, alles von alleine. Ja, kommt alles, aber immer weiter langsam nach oben. Du hältst dich immer so ein kleines bisschen zurück. Vielleicht willst du den Leuten mal erzählen, was sind deine Ambitionen in diesem Sport? Wo siehst du dich langfristig? Ich sehe mich auf jeden Fall noch ganz schön viele Siege machen und damit natürlich auch die Leiter nach oben klettern. Aber wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der die großen Reden schwingen muss, der sagen wird, ich mache euch alle fertig oder so. Für mich ist es ein Sport, ich habe Spaß dran, wie man sehen kann, glaube ich. Und der Rest kommt, glaube ich, von alleine. Ich glaube, genau dafür lieben wir dich. Du bist ein sehr dankbarer Kämpfer. Deshalb zum Abschluss, gibt es noch irgendwelchen Leuten, denen du danken möchtest? Wie gesagt, mein Team, meine Trainer, Amir, Pujan, Matze, meine Trainingspartner, Ada. Ja, auch schön. Entschuldigt, wenn ich irgendjemand vergessen habe. Ist gerade viel Familie. Ich bin einfach unglaublich dankbar für den Support, den ich kriege. Und ja, nur dadurch komme ich dahin, wo ich jetzt gerade bin. Und ja, das ist, glaube ich, das, was man am Ende auch sagen soll. Das war's, Nico Samsonice, Spitfire Gym aus Berlin. Merkt euch dieses Gesicht, merkt euch diesen Namen.